Moin und willkommen zu Sondelsüchtig. Das wird heute ein neuer Quick Guide für euch werden, denn heute möchte ich euch ein bisschen etwas über meinen Pinpointer erzählen. Über diesen Pinpointer. Über die Möhre, den Garrett Pro Pointer AT. Den benutze ich jetzt seit einem Jahr und bin sehr zufrieden damit. Und die Zuschauer auf Facebook fragen dann öfter: Stefan, lohnt der Umstieg vom alten Pro Pointer auf die Möhre? Welchen Pinpointer empfiehlst du generell und vor allen Dingen warum? Dazu erzähle ich euch gleich ein bisschen, zeige euch vor allen Dingen auch, wie man den richtig benutzt. Denn der ist nicht ganz so einfach, der kann ein bisschen mehr als ein Standard-Pinpointer, aber das zeige ich euch jetzt. In diesem Sinne, schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Nicht lange schnacken, legen los! Schauen wir uns die Möhre einmal im Rundumblick an, sehen wir natürlich, sie ist im Gegensatz zum ProPointer orange, deswegen auch die Möhre. Dann haben wir hier, wie auch bei den anderen Modellen, die Messskala, einmal in Inch und Zentimeter, bis 20 cm geht das Ganze. Haben als Neuheit hier oben den Clip, damit können wir die Möhre an unserem Gürtel zum Beispiel festmachen. Vorne ist auch die LED wie immer, die Kratzkante. Und auch wirklich nur die Kratzkante ist zum Kratzen gedacht, nicht die Spitze vorne. Und ja, was wir vorne auf dieser Seite sehen können, ist einmal vor allen Dingen der größere Lautsprecher. Der war bei dem ProPointer kleiner. Und wir sehen einen neuen Knopf. Und zwar hat der Knopf die Besonderheit, der ist außen hart und innen ist der ziemlich stabil. Also wer den alten kennt, kennt die Unterschiede. So, wie schalte ich den ProPointer AT an? Und zwar ganz simpel, einmal nur den Knopf kurz drücken und auf das Geräusch lauschen. Zack, ist der schon an. Und wir sehen hier vorne schön die LED leuchten. Und wenn ich jetzt näher zur Kamera komme, dann fängt der schon an zu piepsen. Ich kann ihn jetzt wieder ausschalten, einmal kurz gedrückt halten. Zack, bis das Piepsen kommt. Und schon ist er aus. Das wäre natürlich unwahrscheinlich einfach, run and gun. Aber die Möhre kann noch mehr. Und zwar können wir hier 6 verschiedene Modi einstellen. Das heißt, wir können einmal die Tiefenleistung einstellen. Also wie tief soll er detektieren. Und wir können ihn auch lautlos stellen. Das heißt, wir haben einmal im Lautlos-Modus 3 Tiefen einzustellen. Und wir haben auf Normallautstärke auch 3 Modi. Das sind also 6. Und wie wir da hinkommen, zeige ich euch jetzt. Und zwar geht das folgendermaßen. Wir schalten das Gerät an. Den Knopf einmal drücken, es ist an. Und jetzt halten wir den Knopf gedrückt, bis das Geräusch kommt. Und wenn wir jetzt drauf drücken, erste Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe auf Lautstärke, die nächste Stufe ist auf Vibration, dann die zweite auf Vibration, die dritte auf Vibration. Und wenn wir jetzt nochmal drücken, ist dann nochmal, wenn wir jetzt loslassen, zack, ist er wieder im Normalmodus und wir können weitersuchen. Das Ding ist also programmiert und eingestellt. Also wie gesagt, wir regeln darüber die Tiefenleistung. Ich habe ihn immer auf der zweiten Stufe, dann mache ich ihn nochmal hin. Also kurz gedrückt halten. Erster Modus, zweiter Modus. Ich kann jetzt gedrückt halten. Zack, ist er normal oder ich lasse halt los und lasse ihn die Arbeit selber machen. Die Besonderheit beim ProPointer AT ist nicht nur, dass er wasserdicht ist und aussieht wie lecker Möhrchen, sondern auch über eine Bodenabgleichsfunktion verfügt. Das heißt also, wir können Mineralisierung ausblenden. Ob es jetzt auf dem Acker ist, der hochmineralisiert ist, oder zum Beispiel im Salzwasser, wo ja wirklich viele, viele Störungen immer reinkommen, auch bei den Metalldetektoren, damit kriegen wir ihn ruhiger. Wie das Ganze funktioniert, möchte ich euch einmal kurz zeigen, denn über diese Bodenabgleichsfunktion schleichen sich auch Fehler ein und warum und wieso zeige ich euch jetzt. Denn beim Einschalten, wenn ich das Gerät also anmache, registriert er, was um die Spitze herum passiert. Das heißt also, halte ich ihn ins Salzwasser, blendet er das Salzwasser aus oder die Mineralisierung auf dem Acker. Das heißt, er detektiert jetzt meinen Ring ganz normal. Jetzt schalte ich ihn nochmal aus. So, wenn ich ihn jetzt aber auf meinen Ring halte und einschalte oder auf das Fundobjekt im Loch und einschaltet, dann sieht das Ganze schon anders aus, denn jetzt blendet er das Fundobjekt natürlich aus. Und ihr seht mich ganz oft, wie ich den Pinpointer an- und ausmache, denn meistens mache ich ihn schon im Holster an. Muss man nicht, denn ich habe jetzt gerade dazugelernt, nach 1,5 Jahren, und deswegen seid ihr jetzt cleverer wie ich. Das ist nicht nur ein Ein- und Ausschalter, sondern auch ein Taster. Das heißt, wenn ich jetzt ganz kurz drauf tippe, habe ich ein Retune gemacht. Das heißt also, der Bodenabgleich wurde neu gemacht.
und ihr seht, alles funktioniert wie vorher. Das ist eine der größten Fehlerquellen, wenn man das Objekt nicht findet. Wie gesagt, kurz den Taster drücken, man merkt so ein ganz kleines Klickgefühl und ja, dann ist der Bodenabgleich neu und alles funktioniert wieder wie vorher. Ist eine feine Sache, vor allen Dingen jetzt, wo ihr diesen kleinen Trick wisst und das Gerät nicht immer an- und ausschalten müsst. Die Möhre ist wasserdicht. Und wie genau das funktioniert, zeige ich euch, denn hier hinten ist ein O-Ring drin und wenn man diesen O-Ring mit ein bisschen Silikonfett immer schön schmiert und sauber hält, kann man mit dem Ding sogar tauchen gehen, bis auf 3 Meter runter und dem Teil passiert nichts. Und jetzt fragen wieder viele, was soll ich da mit einem wasserdichten Ding, wenn ich nicht ins Wasser gehe? Ist vollkommen korrekt, aber wasserdicht heißt für uns natürlich auch gleich staubdicht. Das heißt, es dringt kein Staub rein, kein Dreck rein. Ich kann das Ding sauber machen, denn so sieht sie normalerweise bei mir nicht aus. Ich habe sie erst sauber gemacht, das heißt einfach Wasser ins Waschbecken, Seife, Schwamm, bob, das Ding sauber schrubben und fertig. Hier kann sich nichts reinsetzen, wir können überall alles sauber machen. Ist auch ein großer Vorteil, oder wenn es regnet, wenn die Matsche hier reinläuft. Es kann nichts passieren und das ist genauso wie beim AT Pro. Ich sage immer, man muss nicht unbedingt ins Wasser, wenn man was Wasserdichtes hat, aber es schützt und es ist für uns natürlich einfacher, damit umzugehen. Eine Neuheit, die es noch hat, ist, ja, ich zeige es euch mal, ich habe nämlich eine Verloren-Funktion, das heißt, nach 5 Minuten fängt er an zu piepen und wie das aussieht, zeige ich euch mal kurz. Wenn ihr diesen Alarm hört, heißt das nicht, euer Gerät ist kaputt, sondern es sagt euch, meine Batterie ist leer. Wie wir die wechseln, ist ganz einfach. Hier hinten haben wir den Deckel, den können wir aufschrauben. Zack. So, jetzt sehen wir hier hinten drin, ist eine 9-Volt-Block-Batterie. Man sieht hier verschiedene Lochstärken und die passt auch nur in eine Richtung, die Batterie. Man steckt sie wieder rein, kontrolliert einmal kurz den Deckel, ob wirklich alles sauber ist. Ich zeige euch das mal in der Nahaufnahme, warum. Und ja, kann den dann wieder handfest verschließen. Handfest heißt nicht, komplett so zudrehen, dass man ihn nicht mehr aufkriegt, so wie ich gerade. Und dann ist das Gerät wieder einsatzbereit. Alle Modi, die ihr verändert habt, bleiben erhalten. Das heißt, wenn ihr im Modus 2 lauft, so wie ich, bleibt es auch nach dem Batteriewechsel erhalten. Ihr müsst also nichts mehr machen. Das soll es also gewesen sein. Ja, mein Pinpointer, der ProPointer AT von Garrett. Und nochmal ganz kurz für euch im Schnelldurchlauf. 6 Modi, 3 lautlos, 3 laut. Bodenabgleich, wasserdicht bis 3 Meter, Verlustton, das heißt, er fängt an zu piepsen und auch die Farbe, die Möhrchenfarbe, ist eindeutig dafür, um ihn wiederzufinden, es sei denn, ihr lauft natürlich im Möhrchenfeld, dann ist es schon ein bisschen schwieriger. Ansonsten, er macht das, was er soll, ich bin sehr zufrieden mit ihm und ja, funktioniert. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, dass ihr zugeschaut habt, wieder eingeschaltet habt und ja, kommentiert, lasst einen Daumen hoch da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Besucht mich auch auf Twitch, da bin ich neu vertreten. Da seht ihr, wie ich dieses Video hier live zusammenschneide, wie ich die Bilder bearbeite oder mich beim Zocken. Und ja, also nochmal ganz lieben Dank, dass ihr da wart und ja, immer sonnensüchtig bleiben und allzeit gut Funde. Das soll es gewesen sein mit dem ProPointer AT, mit dem Möhrchen, meinem Pinpointer. Und ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Und ja, wenn ihr besonders starke Batterien in dieses Gerät packt und den Knopf 2-mal drückt, dann kommt ihr auf die dunkle Seite der Garrett-Nutzer.